Hallo, willkommen bei Splitterheads PS4 Kanal. Heute geht's weiter mit Kingdom Hearts Final Mix. Und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen nach Cloud. Wegen dem Rubistein. Cloud befindet sich ja in der Kanalisation. Das ist, glaube ich, Traverse Ost. Nee. Wir müssen hier hoch. Unterscheidet sich von den anderen. Weißt du, wofür der ist? Ich weiß ja nicht. Praxit? Der müsste es wissen. Warte, Sora. Nimm dies mit. Enigmanit erhalten. Dieser Stein besitzt geheimnisvolle Kräfte. Ich habe ihn als Glücksbringer getragen. Aber jetzt gehört er hier. Wie funktioniert er? Was weißt du überhaupt? X weißt du. Okay, dann gehen wir mal jetzt zu Sid. Aber egal. Wofür ist der?
soll das ein Scherz sein? Du fliegst mit einem Gummijet und weißt nicht, was Navi-Gummis sind? Die Zwischenwelt ist kein Spielplatz, ihr Ignorant. Wir wissen vieles nicht. Ja und? Wir müssen mit dem Gummijet zu den anderen Welten fliegen. Wir haben keine andere Wahl. Ruhig, Blut. Ich dachte nicht, dass du es ernst meinst, okay? Also, ich werde euch mal ein wenig unter die Arme greifen. Danke. Grundsätzlich könnt ihr mit Navi-Gummis zu neuen Orten fliegen. Ihr wollt den Klunker montiert haben, oder? Da seid ihr an der richtigen Adresse. Aber vorher muss ich noch etwas abliefern. Was müssen Sie denn noch abliefern? Ach, nur dieses Buch. Es ist sehr alt. Als der Typ es vorbeibrachte, fiel es beinahe auseinander. Es war so zerfleddert, dass es kaum zu restaurieren war. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut wieder hingekriegt. Wie auch immer. Könnt ihr es für mich abliefern? Es ist das alte Haus hinter Traverse Ost. Sucht nach dem Zeichen einer großen Flamme. Antikes Buch erhalten. Was war das? Oh. Was war das? Die Glocke über der Villa mit Kniff läutet. Geh nachsehen, wenn ihr wollt. Liefert aber vorher das Buch ab. Kommt danach zum Haus in Traverse Ost. Ich werde da sein. Ah, schon wieder.
funktioniert. Lebenspunkte. Dann gehen wir mal gucken. Fangen wir mal vorne an. Donald!
ist eine Ente. So, Merlin, sag mir etwas über dieses Buch. Da ist ja mein Buch. Ihr sollt es mir also von Sid bringen. Vielen Dank. Ihr möchtet wissen, was für ein Buch das ist? Ja, ich wollte eigentlich nur bringen, aber okay. Das weiß ich selbst nicht genau. Toll. Eigentlich gehört es mir nicht. Irgendwie hat es den Weg in meine Tasche gefunden. Es ist ein seltsames Buch. Ich bat Sid, es zu restaurieren. Ich werde es vorerst hier aufbewahren. Dieses Buch bewahrt ein großes Geheimnis. Die verlorenen Seiten werden es lüften. Ich stelle das Buch dort unten. Ihr könnt jederzeit einen Blick hineinwerfen. Mein besten Dank an Sid dafür, dass er es restauriert hat. Ach, wegen eures Steins. Ihr solltet die gute Feder nachfragen. Wissen Sie, was dies ist? Oh, das arme Ding. Es hat sich in einen Beschwörungsstein verwandelt. Ein Beschwörungsstein? Dieses kleine Wesen lebt in einer Welt, die von der Dunkelheit bestimmt wurde. Zusammen mit den Welpen verschwinden alle Lebewesen. Aber dieses hatte ein so starkes Herz, dass es zu einem Stein wurde, anstatt zu verschwinden. Kann man es nicht retten? Doch, aber nur seinen Geist. Jetzt seht her. Bibidi, Abidi, Bub. Simba kann gerufen werden. Rufmagie kann nur im Kampf benutzt werden. Die Gruppe muss dabei vollzählig sein. Jedes Rufen kann pro Kampf nur einmal ausgeführt werden. Keines der Gruppenmitglieder darf dabei kampfunfähig sein. Ist die Magiepunktleiste für Rufen aufgebraucht, ist die Rufmagie zu Ende. Ebenso kann mit Tschüss das Rufen manuell beendet werden. Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Rufmagien lassen sich bestimmt in Jiminis Tagebuch finden. Wann immer ihr ruft, wird es euch helfen. Wenn ihr noch mehr davon findet, bringt sie mir. Keine Angst, wenn die Welten wiederhergestellt sind, werden sie dorthin zurückkehren. So, bitte rette sie. Keine Sorge, das werde ich. So, was haben wir jetzt hier, Jiminy? Dann Charaktere. Charakter 2, Simba. Simba, der König der Löwen. Er herrscht über die anderen Tiere im geweihten Land, sein Königreich in der Savanne. Wenn Sora ihn ruft, ist er zur Stelle. Dreiecktaste gedrückt halten, bis das Kommando Brüller erscheint. Loslassen, um es auszuführen. Magiepunktverbrauch 2, der König der Löwen. Simba. Okay, also im Kampf Dreieck gedrückt halten, bis... Warte, jetzt brüllen? Ja. Was zu sagen? Sora, bitte hilf alle. Okay. Ich stelle das Buch hier hin. Ihr könnt es jederzeit hineinsehen. Was gibt es? So, was ist denn mit dem Buch? Schlagen. Jetzt kann ich über das Buch laufen. Cool. Was ist das? Zurück in die Außenwelt? Noch nicht. Schaukeln. Das sieht irgendwie aus wie von... Was ist denn hier? Eine offene Wiese. Hineinschauen. Oh. Winnie Pooh. Schink, 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 schink.
Hi there. What's wrong? Nothing. I'm just thinking. Oh. I was thinking of how to say goodbye to Pooh. Pooh? Yes. Wait a second. You're Pooh? Yes, I'm Winnie the Pooh. Pooh for short. Who are you? I'm Sora. Oh, hello, Sora. Have you come to say goodbye to Pooh, too? Well, no. Why would I do that? We've only just met. Because everyone's gone away. What do you mean? Well, we all left here in the 100-acre wood. And we'd take walks together. Or play Pooh sticks. And every day, I'd eat some honey. Oh, just one small smackerel would taste very good right now. But now, everyone is gone. All my friends, and my favorite honey tree, too. Everyone must have gone away while I was napping, I think. So, who knows? Maybe I shall end up going away somewhere as well. But I wonder, how do I say goodbye to myself? Think, think, think. Oh, my tumbly is getting rather rumbly. Mithril-Erz erhalten. Wo ist der Ziegen hier oben? Ich bin da. Ha! Ha! Ah, da geht's nicht. Ein seltsames Schild hängt über einem Haus. Na, schau. Ich speichere jetzt ab. Es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, das Video zu beenden. Wir sind im 100-Morgen-Wald bei Winnie Pooh. Danke fürs Zuschauen. Im nächsten Video, geht es dann weiter mit dem 100-Morgen-Wald. Ich bin gespannt. Bis dahin. Wenn es gefallen hat, abonniert meinen Kanal. Lasst einen Daumen oben. Lasst einen Daumen oben da, aktiviert die Glocke und verpasst kein Video mehr. Bis dahin, euer Splatterhead. Tschö, tschö.